Und ich starte jetzt einfach mal mit der Lernexpedition. Das ist das Format, was wir an der ESPZ etabliert haben, was wir gemeinsam mit Schülerinnen entwickelt haben. Die Lernexpedition ist eine Woche geschenkte Lernzeit. Momentan findet sie zweimal im Schuljahr statt. Und zwar kriegen die Schülerinnen eine Woche Zeit geschenkt, in der sie entscheiden können, was sie lernen wollen, wie sie lernen wollen, wo sie lernen wollen und mit wem sie lernen wollen. Also ihre Verantwortung zu, also ja, wie sie dieses Format ausfüllen wollen. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, oder warum wir überhaupt darauf gekommen sind, dieses Format zu etablieren. Das liegt daran, als wir gestartet sind mit der neuen Oberstufe, die zu entwickeln, haben wir das gemeinsam mit Schülerinnen getan. Und vor allen Dingen war das sogar fast der Anstoß, dass die Schülerinnen gesagt haben, wir möchten eine andere Form der Oberstufe. Und diese Lernexpedition beruht darauf, dass sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass unsere Herzensthemen, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, in Schule so oft so selten Platz finden oder Raum finden. Und daraufhin ist eben diese Lernexpedition entstanden, wo es eben darum geht, fürs Leben zu lernen. Das heißt nicht, dass schulische Themen dort keinen Platz haben. Ganz im Gegenteil, die dürfen da integriert werden. Also das heißt, wenn bestimmte Themen einem aus dem Unterricht besonders interessieren und aber im Unterricht das oft so drüber hinweggegangen wird, dann hat man auch bei der Lernexpedition die Möglichkeit, da nochmal einzutauchen, tiefer zu tauchen. Und das war für uns tatsächlich die hauptsächliche Motivation. Das Lernen passt sich den Schülerinnen an und nicht Schülerinnen dem Lernen. Für mich liegt es relativ auf der Hand, was das mit Persönlichkeitsentwicklung und Interessensorientierung zu tun hat. Dadurch, dass die Schülerinnen sich fragen, was will ich lernen, wie will ich lernen, wo will ich lernen, mit wem will ich lernen, sind es eben die Themen, die da auftauchen, ja, oder das, was sie sich überlegen, ist basiert ausschließlich auf ihren eigenen Interessen. Sie finden für sich heraus, was ihre Stärken sind, also auch, wie sie bestmöglich lernen können. Nur weil Schule morgens um 8:30 Uhr anfängt und bis 16 Uhr geht, heißt es noch lange nicht, dass das auch die optimale Lernform für Schülerinnen ist oder für jeden Schüler, jede Schülerin, sondern manche mögen halt eben erst mittags anfangen. Und solche Dinge in der Lernexpedition herauszufinden, dafür, also das ist bestmöglich dort machbar. Genauso wie Schülerinnen in dieser Woche für sich entscheiden können, wie ist es eigentlich, wie schaffe ich es eigentlich, motiviert zu bleiben bei einem Thema, was mich interessiert, mag das erstmal leichter klingen, aber wir kennen es aus dem Studium. Da sind es ja auch Themen, die wir selber wählen und selber ausgesucht haben. Das heißt noch lange nicht, dass wir jederzeit bestmöglich motiviert sind, sondern dass natürlich immer Höhen und Tiefen gibt. Und Schülerinnen erfahren oder lernen für sich, wie gehen sie auch mit Scheitern um, wie dieses Format bietet bestmöglich eben eine Art von Selbstwirksamkeit zu erfahren. Der dritte Punkt, auf den ich nur ganz kurz eingehen will, weil tatsächlich sind alle Inhalte, also wenn man da nochmal tiefer eintauchen will, auf der Homepage zu finden, sind aber, und das ist auch sozusagen für die anschließende World-Café-Runde spannend, nämlich mit was für Schwierigkeiten und Herausforderungen haben wir aber auch bei diesem Format durchaus immer wieder zu tun. Und das ist
Ich habe hier so ein paar genannt, von der Themenfindung über das Curriculum, über aber auch Themen oder Dinge wie der Rollenwechsel für Lehrerinnen, aber auch für Schülerinnen. Was heißt das, als Lehrerin auf einmal nicht mehr Wissen zu vermitteln, sondern eigentlich einen Schritt zurückzutreten und nur noch den Raum für zu halten, für eigene Erfahrungen, loszulassen, dass Schülerinnen ihren eigenen Weg gehen können und auch darauf zu vertrauen, dass sie das tun, damit auch oder es auch auszuhalten, dass sie scheitern. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt war bei uns immer wieder oder was wir heiß diskutiert haben und nicht abschließend diskutiert haben, soll so ein Format eigentlich freiwillig sein oder verbindlich? Wir haben uns inzwischen darauf geeinigt, dass es eine Verbindlichkeit hat. Also jeder Schüler, jede Schülerin der Oberstufe geht auf Lernexpeditionen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich habe mich lange dafür ausgesprochen, dass es ein freiwilliges Format bleibt. Denn ich kenne es zumindest aus meinem Leben so, dass ich nicht zu jeder Zeit mich gleichmäßig oder gleichermaßen motivieren kann. Es gibt einfach Phasen in meinem Leben, da möchte ich gerne Strukturen von außen haben, die mir einen Rahmen vorgeben und nicht dafür eigene Verantwortung übernehmen müssen. Aber solche Sachen für sich herauszufinden oder die zu erfahren, die in dieser Woche für sich ja, weiterzuentwickeln, das sind tatsächlich die Besonderheiten dieses Formates. Und immer wieder bei den Reflexionen stellen wir fest, wie großartig es eigentlich ist und was für lebensverändernde Erfahrungen die Schülerinnen in dieser einen Woche machen. Und da geht es viel weniger um die inhaltlichen Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen. Die sind fast sekundär, sondern es geht vordergründig tatsächlich um diese, wie motiviere ich mich, wie lerne ich bestmöglich, bin ich eigentlich eher ein Teamplayer oder bin ich jemand, der super gut alleine in seinem stillen Kämmerlein sitzen kann und mich total fokussieren kann. Welche Themen tragen sich eigentlich über eine gesamte Woche? Wie kriege ich eigentlich genügend Abwechslung da rein? Oder wenn mich etwas total packt und ich vollkommen Feuer und Flamme bin, wie schaffe ich es trotzdem, Pausen zu machen und nicht über meine Grenzen zu gehen? All das sind eigentlich die wirklich wertvollen Elemente dieses Lernformats und die es so besonders machen. Und das ist auch das, was die Schülerinnen uns jedes Mal wieder zurückmelden, dass sie ja genau das als besonders bereichernd empfunden haben und daran auch am meisten gewachsen sind. Katja, kommst du zum Abschluss? Ich bin fertig, genau. Weitere Infos, wie gesagt, also ganz ausführlich, auch mit Themen und so weiter und so fort, gibt es unter der Website Neue Oberstufe oder eben auch per direkten Kontakt. Und dann übergebe ich an die Dorit Bosse und den Gregor Kölsch. Wir begrüßen euch auch ganz herzlich. Wir, das sind Gregor Kölsch und mein Name ist Dorit Bosse. Und wir möchten euch das Format beeindruckend Erzähl mir deine Geschichte vorstellen. Das ist, wie ihr oben lesen könnt, in dem Innovationslabor Neue Oberstufe der Deutschen Schulakademie entstanden. Und an diesem Format haben viele mitgewirkt, unter anderem auch Kolleginnen der Eleanor-Ostrom-Schule und Wilhelm-von-Humboldt-Schule, also der Neuen Oberstufe, die ich gestern in meinem Vortrag erwähnt habe, aber auch Schülerinnen und Schüler, die an diesem Innovationslabor teilgenommen haben. Worum geht es eigentlich konkret? Es geht darum, dass wir bei diesem Thema beeindruckend, erzähl mir deine Geschichte, davon ausgehen, dass es für die Orientierung und für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, dass sich Menschen
dass sich Oberstufenschülerinnen und Schüler mit Menschen auseinandersetzen, aber nicht mit irgendwelchen Menschen, sondern wir möchten gerne, dass sie sich mit Menschen auseinandersetzen, die die Welt zum Guten hin verändern. So haben wir es einfach mal benannt. Angeregt bei mir ganz persönlich auch vom Alternativen Nobelpreis, der Right Livelihood Award. Da geht es ja im Grunde genommen auch darum, Menschen zu prämieren, die die Welt in irgendeiner Weise zum Guten hin verändern. Erstmal steht nicht ein Thema im Vordergrund, sondern ein Mensch, und zwar ein besonders engagierter Mensch. Und die Idee, die dahinter steht, also ich trage die Konzeption dieses Lernformats vor, und Gregor Kölsch wird dann sagen, wie er es an der Lernwerft in Kiel umsetzen konnte. Also die Idee, die dahinter steht, ist, dass sich Oberstufenschülerinnen und Schüler eine Orientierung verschaffen, die ganz wichtig ist, denken wir, für ihr Leben, nämlich was ist wirklich wichtig und welchen Weg kann ich persönlich einschlagen. Natürlich auch die Frage, welches Wissen brauche ich? Welches Wissen brauche ich als gebildeter Mensch in der globalen Gemeinschaft, in der globalisierten Welt? Welche Werte soll ich vertreten? Ganz wichtig. Und welche Werte heißt natürlich dann auch, soll ich mich engagieren? Und wenn ja, für was? Warum? In welcher Weise soll ich mich eigentlich engagieren? Also es sollen Orientierungsfragen sein, die wir auch in Richtung Werteerziehung, wenn man das mal so sagen darf, gehen. Interesse bedeutet, und wir haben ja unser Workshop hier überschrieben mit Persönlichkeitsentwicklung und Interessenorientierung. Interesse bedeutet ganz die klassische Definition, dass man als Mensch eine besondere Beziehung zu einer Sache oder zu einer Person, in unserem Fall ist es ja eine Person, entwickelt. Und in unserem Projekt beeindruckend geht es erstmal darum, dass man so eine affektive Beziehung, also sehr emotional oder emotionsmäßig aufgeladen entwickelt, um sich dann eben kognitiv mit dem auseinanderzusetzen, womit der Mensch in besonderer Weise hervorgetreten ist, und dann eben auch vertiefend sich mit seiner Sache, also dieses Menschen, dann auseinanderzusetzen, Wissen zu erwerben und genauer zu gucken, was macht er eigentlich. Und wichtig ist, so in der Interessensforschung sagt man, es gibt so situationales oder situatives Interesse. Und dann ist es ganz wichtig, und das ist für die Oberstufe natürlich ganz entscheidend, wie aus so einem situativen Interesse dann auch irgendwann mal anhaltendes, persistentes, individuelles Interesse wird. Und das ist notwendig für, im Grunde genommen, für das erste Projekt, was Katja vorgestellt hat, für diese ganze Woche, aber auch für unser Projekt beeindruckend, dass man dann über einen längeren Zeitraum wirklich auch den langen Atem hat, sich mit dieser Sache, die der Mensch vertritt, auseinanderzusetzen. Das Ganze hat mit Persönlichkeitsentwicklung insofern zu tun, dass es identitätsstiftend ist, wenn ich mich mit einer Sache länger beschäftige, weil die Sache dann zu mir wird. Man spricht auch vom Einwurzeln einer Sache, eines Wissens, sage ich mal, eines Affekts in die eigene Persönlichkeit des Menschen. Ich übergebe jetzt an Gregor, bitte. Dankeschön. Ja, und ich zeige, wie wir dieses Konzept in das Seminar Themenzeit an der Lernwerft in Kiel umgesetzt haben. Das heißt, dieses personenbezogene, dann aber auch das Thema mitnehmende Lernen in einem Seminar. Das nächste Bild bitte. Ich stecke zunächst den Rahmen ab, wie wir das Ganze organisiert haben. Das ist ein Seminar in der Oberstufe, in der Q1-Phase. Das ist bei uns die Klasse 12, also die Gemeinschaftsschule sind. Wir haben dort 4 Wochen lang, viermal pro Woche morgens eine Doppelstunde zur Verfügung. Das heißt, das ist so ein Epochensystem, 16 Doppelstunden morgens, die wir dafür investiert haben. Und von der Struktur her, es ist relativ simpel aufgebaut. Wir haben eine Auftaktveranstaltung, eine Doppelstunde, dann zwischendurch mal eine Zwischenbilanz, und ansonsten wird das Ganze einfach durch MentorInnen begleitet. Das heißt, einzelne Lehrkräfte der Schule, jeder kann da mitmachen und muss mitmachen letztendlich, kann einzelne SchülerInnen dort begleiten bei dieser Arbeit. Und was dabei rauskommen soll, ist eine schriftliche Hausarbeit, die die SchülerInnen verfassen müssen. Und diese Hausarbeit wird dann bewertet wie eine Halbjahresleistung in einem Fach. Das heißt, es kann letztendlich auch auf dem Abiturzeugnis mit draufstehen. Das wird sehr gern angenommen, weil es oft auch sehr gute Noten gibt. Thematisch ist das in dem Jahr, über das ich jetzt spreche, ausgerichtet nach dem Thema Gesichter der Nachhaltigkeit. Wir versuchen, unsere Themenzeit immer anzulehnen an das Jahresthema der Club of Rome-Schulen. Und das war eben 2020 zum Beispiel im letzten Jahr,
waren das die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Und in diesem Bereich sollten sich dann eben die Schülerinnen und Schüler eine Person suchen, von der sie glaubten, dass sie in diesem Bereich etwas erreicht, etwas macht, was diese Schülerin dann aber auch wirklich selbst beeindruckt hat als Person. Weiter bitte. Wenn es dann an die Arbeit geht, dann muss so eine Struktur natürlich in dieses Projekt hineinkommen, auch in die Hausarbeit letztendlich. Und da steht natürlich an erster Stelle die Frage, warum habe ich mir genau diese Person gewählt? Diese Personen, die gewählt wurden, waren sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ein Klimaaktivist, eine Dame, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft als Wissenschaftlerin beschäftigt hat, ein Wissenschaftler, der in der Meeresschutzorganisation One Earth, One Ocean gearbeitet hat, oder die Einzelhandelskette Unverpackt, die Gründerin dieser Einzelhandelskette Unverpackt, jeweils also die Personen natürlich im Vordergrund stehen. Und dann geht es darum, abzustecken und zu erkunden, wie die politischen Rahmenbedingungen für deren Tätigkeit war, wie vielleicht auch, wenn es um Wissenschaft geht, der Transfer von Wissenschaft und Politik geglückt ist oder vielleicht auch nicht, das kann ja auch sein. Das ist dann hier in Blau gezeigt, eher so der öffentlich sichtbare Teil der ganzen Sache, aber so im direkten Kontakt mit der Person, den die SchülerInnen aufbauen sollten, ging es natürlich auch um persönliche Dimensionen. Und wir haben gestern auch in dieser Podiumsdiskussion sehr viel gehört über dieses Thema Selbstwirksamkeit. Und da können Sie eben auch erkunden, ob diese Selbstwirksamkeit bei den Personen, mit denen Sie da Kontakt haben, irgendwie gezündet hat und irgendwie ein Problem war oder ob das wirklich erreicht wurde. Und das Ganze mündet dann eben in eine Gesamtschau, abgeschlossen letztendlich auch mit dem persönlichen Blick der SchülerInnen auf die Person und damit im Schlepptau natürlich auch das gesamte Thema. Weiter bitte. Ich möchte auch jetzt auch gar nicht so viel über die Herausforderungen sprechen, da haben wir gleich noch in der Workshop-Phase Zeit für, aber was ich hervorheben möchte, ist natürlich, dass die Wahl der Person nicht ganz einfach war. Das ging einigen SchülerInnen sofort von der Hand innerhalb von Sekundenbruchteilen, weil sie einfach irgendeine Person auch schon im Blick hatten, die sie beeindruckt in dem Moment ihrer Jugend. Zum Teil haben wir aber auch Vorschläge in der hohlen Hand gehabt, um das so ein bisschen anzufüttern tatsächlich. Das war auch gut so. Und dann ist die nächste Phase die Kontaktphase. Das haben aber die SchülerInnen immer super gemacht, auch mit relativ bekannten Persönlichkeiten vielleicht so Kontakt aufzunehmen. Da war es überhaupt kein Problem, auch die Interviews dann anzuregen. Und das möchte ich noch sagen, diese Interviewphasen waren eigentlich auch die Highlights der Arbeiten. Das wurde uns mehrfach oder vielfach zurückgemeldet von den SchülerInnen, dass diese Interviewphase eigentlich das Kernding war, dieses Highlight der ganzen Arbeit. Und das zeigt einfach, dass das Grundkonzept, eine Person in den Vordergrund zu stellen und daran ein Thema aufzuarbeiten, dass das wirklich gefunkt hat. Einfach weil dieser persönliche Kontakt mit den Personen wirklich das war, was die SchülerInnen bei der ganzen Sache motiviert hat. Mehr brauche ich da jetzt, glaube ich, im Moment gar nicht zu sagen. Ich freue mich auf weitere Anknüpfungspunkte während der Diskussion. Bitte noch die nächste Folie. Achso. Da kam noch eine Dankesfolie, aber die ist dann halt nicht weg. Dankeschön. Dankeschön, Gregor. Dann übergebe ich direkt an Mike. Ja, der versucht auch hier das Ruder zu übernehmen. Vielleicht nutze ich die Chance. Zwischendurch gibt es so ein paar kleine Störgeräusche. Vielleicht, Herr Straub, könnten Sie vielleicht Ihr Mikro noch ausstellen? Danke. So. Das Gefühl, Dinge, welche mir am Herzen liegen, selbst in die Hand genommen zu haben, stärkt mich von innen und beflügelt mich im Alltag, in den ich jetzt wieder zurückkehre. Und mit diesem Zitat von Lotta aus dem 13. Jahrgang, die das vor 2 Jahren reflektiert hat zu ihrem freien Thema, auch ein herzliches Willkommen von mir. Und ich freue mich, Ihnen einen kurzen Einblick zu geben in das freie Thema in der Oberstufe der Jena-Planschule Jena. Was ist das freie Thema in der Oberstufe? Das ist so ähnlich wie das, was Katja gerade vorgestellt hat in Berlin. Das heißt, wir geben den Schülerinnen und Schülern des 11. bis 13. Jahrgangs eine Woche Zeit für ein selbstgewähltes Thema oder ein Projekt beziehungsweise eine Problem- oder Fragestellung, um sich damit intensiv zu beschäftigen. Dabei soll dieses Thema entweder eine persönliche oder eine gesellschaftliche Relevanz besitzen.
alles, was Schülerinnen und Schüler brauchen, ist, das sagt sich so leicht, ein Thema oder eine Idee. Also was mache ich mit einer Woche geschenkter Zeit? Das ist für viele eher eine Herausforderung, sich dann zu entscheiden, was macht man jetzt plötzlich, wenn die Zeit nicht gefüllt wird von Lehrerinnen und Lehrern. Sie müssen für diese Woche eine kurze Projektskizze erstellen, in der deutlich wird, wie sie an die Umsetzung ihrer Idee herangehen. Und sie müssen mit dieser Projektskizze eine Lehrperson in der Schule finden, die ihre Projektidee unterstützt und dann als Mentor oder Pate begleiten in dieser Woche zur Seite steht. Und der Deal mit allen Beteiligten ist, dass am Ende dieser Woche die Arbeitsergebnisse präsentiert werden vor allen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe und es eine Reflexion der Woche am Ende gibt. Und Lotta, die ich gerade schon mal zitiert habe, die hat es wunderbar zusammengefasst, weil sie findet, das freie Thema stellt auf die Probe und vereint, was wir seit 13 Jahren im Projektunterricht an der Schule versuchen zu lernen. Das Entwickeln einer lebendigen Idee, die Konstruktion eines konkreten Plans, die effiziente und zielgerichtete Umsetzung dessen, eine adressatengerechte Präsentation der Ergebnisse und anschließend eine intensive Reflexion. Ja, die Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule kennen ein freies Thema eigentlich schon aus der Primarstufe und aus der SEC 2. Wir hatten aber nie daran gedacht, es auch für Oberstufenschüler ganz natürlich dann auch in die SEC 2 zu nehmen und hatten irgendwann 2014/15 Schülerinnen und Schüler aus Bielefeld bei uns an der Schule für eine Woche im Rahmen von Blickrichtung Vielfalt. Und die haben am Ende dieser Woche reflektiert, dass Schule im Alltag unserer Schüler so dominant ist. Das geht doch noch nach der Schule weiter. Warum drehen wir das nicht mal um und nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler einfach mit in die Schule und zeigen, was neben den Lehrplaninhalten auch die jungen Heranwachsenden in der Oberstufe so beschäftigt. Wir haben uns auch mit der Idee beschäftigt, weil wir Schülerinnen und Schülern die Chance geben wollen, an sich selbst zu wachsen. Sie haben eine Woche Zeit für Zeit- und Selbstmanagement, also wann arbeite ich, wie arbeite ich, wenn auch keiner dafür Sorge trägt, dass gearbeitet werden kann. Und wir haben uns letztlich für diese Woche entschieden, weil es immer Themen gibt, die besitzen keine Lehrplanrelevanz, die sind aber für Schülerinnen und Schüler in der Altersstufe bedeutsam, beziehungsweise entsprechen sie unserem Leitbild und den Zielen, die wir mit Schule außerhalb von Lehrplänen weiterhin verbinden. Wie bildet sich Persönlichkeitsentwicklung und Interessenorientierung in diesem Projekt oder in dieser Woche ab? Es gibt erstmal Zeit und Raum. Wir haben eine Woche, wo man sich nur mit einem Thema auseinandersetzen kann. Schülerinnen und Schüler müssen Entscheidungen treffen. Die Ergebnisse werden am Ende reflektiert, aber nicht bewertet. Und ganz im Gegensatz zu Katja in Berlin haben wir uns nie gefragt, ob wir es zur Wahl stellen oder verbindlich machen. Wir sind von vornherein irgendwie davon ausgegangen, wir setzen das als verbindlich, weil wir auch das Gefühl hatten, dass es eher Schülerinnenwunsch ist, mal eine Woche Zeit zu haben, um sich dann mit Dingen zu beschäftigen und selbst Erfahrung zu machen. Herausforderungen sind schon eine Woche angesprochen. Ich glaube, die größte Woche war eine Woche Zeit. Also da kam oft, aber ich schaffe doch den Lehrplan nicht. Und in so einer Woche, da fallen 4 Stunden Mathe weg. Was passiert so irgendwie? Man konnte dann aber, irgendwie haben wir doch festgestellt, es ist auch keine verlorene Zeit, sondern auch eine sinnvolle Zeit. Nachdem wir uns dann darauf geeinigt hatten, diese Woche Zeit kommt her, war die nächste Diskussion, wann findet diese Woche statt? Erstes Halbjahr, zweites Halbjahr, vor den Ferien, nach den Ferien. Wir haben uns letztlich auf die Woche vor Weihnachten entschieden. A ist die Luft raus, B werden in Thüringen die Halbjahreszeugnisse 13.1 fertig und es gibt den Kollegen irgendwie noch eine Woche, um in Ruhe die Halbjahresnoten fertig zu machen. Und dann kam das Argument vor Weihnachten, findet auch viel Weihnachtliches im Unterricht statt und stattdessen könnte man auch sich vielleicht mit anderen sinnvolleren Themen zu beschäftigen. Größte Herausforderung, Schüler und Schülern noch mehr zutrauen,
und auch Vertrauen haben, dass die Zeit nicht missbraucht wird. Also das gibt es, glaube ich, trotzdem auch. Aber auch Fachunterricht, lehrerzentrierter, sorgt ja nicht dafür, dass alle aktiv an diesem Unterricht teilnehmen. Und es gibt immer ein, zwei, drei, die auch in dieser Woche sich vielleicht mit Dingen beschäftigen. Das würde ich nicht unbedingt machen. Aber es ist ein Lernprozess. Und nach der Reflexion nehmen Sie dann vielleicht die Chance, in Jahr zwei oder Jahr drei Ihres freien Themas, um sich dann mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht etwas mehr Relevanz haben. Wir haben auch die Diskussion gehabt, dass Lernen auch ohne Fachunterricht stattfindet. Und am Ende war die größte Herausforderung, Zeit für Präsentation zu finden. Es ging mit 2 Stunden los, ganz am Anfang. Mittlerweile ist es dann schon fast eine Tagesveranstaltung, weil halt jeder viel und gerne präsentieren möchte, weil es meine Erfahrung ist und die würde ich gern mit allen anderen teilen wollen. Also es könnte fast eine 2-Tages-Veranstaltung werden mittlerweile. Die veränderten Rollen von Lehrpersonen und Schülerinnen werden wir, glaube ich, nachher noch in dem Workshop, also in einer dieser Word-Café-Runden ausgiebig thematisieren. Es ist schon viel von Rollenwechsel gesprochen worden. Ich finde es super, dass in dieser Woche Lernberatung und eben ganz, ganz wenig oder gar keine Bewertung im Mittelpunkt stehen. Das macht diese Woche ganz besonders wertvoll. Meine Zeit läuft langsam ab. Wir haben ja noch. Ein schönes Fazit, vielleicht am Ende einmal in den Genuss dieser freien und individuellen Lernform gekommen, möchte das freie Thema in der Oberstufe nicht mehr missen. Für eine Woche werden wir jungen Erwachsenen auf uns selbst losgelassen. Und das fasst, glaube ich, diese Woche auch nochmal hervorragend zusammen. Und damit liege ich super in der Zeit, weil ich habe noch 10 Sekunden. Es war ein Schnelldurchlauf. Bei weiteren Fragen, Sie finden mich über die Jenaplan-Schule. Das kriegen Sie, glaube ich, hin.